Herzlich willkommen bei Radio Vom. Jetzt mit Niklas Ranf von den Gästen von Rendsburg-Schild-Westerronfeld. 27:29. Ihr habt die ganze Zeit oder wart ihr so dicht dran? Wie sehr schmerzt dann diese Niederlage? Ja, ich glaube, die schmerzt doch ziemlich, weil gerade wenn wir hier mit 2 zur Halbzeit führen, zweitweise zweite Halbzeit mit 3 führen, als Aufsteiger, dann ist das natürlich bitter, dann am Ende mit 2 zu verlieren. Aber wir haben uns das selbst erbaut, also wir sind selbst schuld. Starker Beginn, aber von Beginn an. Warum habt ihr so einen guten Zugriff entwickelt auf WIFT? Ja, weil wir wieder mal Video geguckt haben und uns ganz gut eingestellt hatten auf das Spielsystem der WIFTer. Wir fangen vorne auch gut an, treffen gut am Anfang, geraten so ein bisschen dann durch eigene Fehler wieder ins Hintertreffen, beziehungsweise lassen sie wieder rankommen. Gut, dass wir das nicht über 60 Minuten spielen können, war uns eigentlich auch klar. Dafür hat WIFT einfach zu viel Potenzial in der Mannschaft und zu viel alte Hasen dabei, die dann sich so ein Ding auch nochmal holen. Ihr hattet nur ganz, ganz wenige Schwächephasen im Spiel, wie ich fand. Kurz vor und kurz nach der Halbzeit. Muss man die, ihr seid immer noch Aufsteiger, einem Aufsteiger auch zugestehen? Oder steigt nicht mit dem Erfolg der letzten Wochen auch ein wenig der Anspruch innerhalb des Spiels? Sicherlich steigt der Anspruch. Wir wollten ja erstmal gucken, wo wir überhaupt stehen in der Liga. So, dann haben wir 4 Siege in Folge geholt. Super, gegen die Kandidaten, auch gegen die wir sie holen wollten. Mit WIFT, unser Trainer hat jetzt gesagt, die Pflicht haben wir erledigt, jetzt kommt die Kür. Aber hat nicht sollen sein. Und ich meine, die Schwächephasen, ja, kann man uns vielleicht zugestehen. Ist vielleicht auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn bei gewesen. Nach der Halbzeit ein bisschen schnell die Bälle weggeschmissen. Und das nutzt WIFT halt eiskalt aus. Aber ihr habt schon ganz andere Mannschaften gespielt und sehr hoch verloren in den letzten Jahren. Ihr seid bis zum Ende ganz dicht also dran gewesen an diesem Spiel. Was sind denn diese Qualitäten, dass ihr so oben in der Tabelle wahrscheinlich auch zurecht steht? Ich glaube, man hat es gesehen, wir haben Moral bewiesen. WIFT dreht das Ding nach der Halbzeit, geht mit 2-3 vor, glaube ich. Und wir haben uns in dem Moment, also hätte uns das vor 1-2 Jahren, wären wir danach abgeschlachtet worden. Aber ich weiß nicht, was der Trainer mit uns gemacht hat, aber irgendwas hat er gemacht, dass wir so viel Moral haben, dass wir uns da wieder rankämpfen und nie aufstecken. Und das hat man heute, glaube ich, gesehen. Und ja, dummerweise verlieren wir am Ende ärgerlich. Du hast eben schon euren Coach zitiert, der sagt, die Kür kommt nächste Woche, wörtlich Ostsee. Ja. Freue ich mich sehr drauf, bin ich auch vor Ort. Kurze Frage, wo spielt ihr, damit ich mich nicht verfahre? In Westerrönfeld, in der Heidesandhalle. In Westerrönfeld, okay. Haben wir das schon mal geklärt, aber jetzt zum Sportlichen. Eigentlich ein Aufsteigerduell, ihr seid beide aber unfassbar gut in die Spielzeit gestartet. Darf ich ein Spitzenspiel erwarten? Wer ist der Favorit? Was darf ich erwarten? Ich kläre mich auf. Spitzenspiel würde ich nicht sagen, durch die Niederlage. Jetzt sind wir ja doch wieder im Tabellenmittelfeld, wo wir auch vorher waren. Ostsee ist ein klarer Aufstiegskandidat. Die haben aber auch ganz andere Möglichkeiten. Also ich meine, wenn man sich den Kader da anguckt und was die sich für Leute holen, dementsprechend auch schon Erfahrung haben aus der zweiten Liga, dritten Liga. Und ja, das lassen sie jetzt durchgucken. Ne? Also sagst du, die sind der Favorit? Ja, definitiv sind die der Favorit. WIFT war heute auch der Favorit und ihr habt es richtig spannend gemacht. Richtig, das wollen wir nächste Woche auch versuchen. Ärgern können wir sie ja. Also ich bin sehr gespannt drauf. Bleibt auf jeden Fall diese Woche bei Radio Vom, denn es gibt noch ein paar interessante Vorberichte dann zu diesem Spiel. Und da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten. Ich bin sehr gespannt. Kommt gut nach Hause. Ja. Wie arbeitet ihr die Sache jetzt auf? Ja, ich glaube, Montag haben wir wieder Training und ich glaube, dann wird der Trainer ganz schnell dieses Spiel aus den Köpfen bringen und uns auf Ostsee vorbereiten. Also Montag ist wieder, habt ihr ein schönes Wochenende ja, zum Genießen. Genau. In diesem Sinne. Jo. Macht's gut. Ciao. Ciao.